Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Oh. Ich will von dir lernen. Bringen wir es hinter uns. Als ob das so schlimm wäre. Zu wenig Gerissenheit. Zu wenig alles. Wow. So dumm noch immer. Wegen Iwans Lebensmitteln. Ist das obere Viertel mittlerweile zugänglich? Nicht, dass ich wüsste. Dann kann ich nichts für dich tun. Ah, machst du es immer einfach. Ich habe das Versteck der Outlaws gefunden. Und du bist dir ganz sicher? Ja. Wo ist es? Vor dem Fort befindet sich eine alte Ruine. Sie scheint verlassen zu sein. Dieses Propagandamaterial habe ich dort gefunden. Mehr nicht. Haben die Outlaws noch irgendwelche anderen Spuren hinterlassen? Ich habe nichts gesehen. Verdammter Mist. Sind sie uns schon wieder durch die Finger geschlüpft? Ich glaube, ich weiß, von welcher Ruine du sprichst. Ich werde sie noch mal untersuchen lassen. Es sah so aus, als wären sie schon vor einiger Zeit überstürzt aufgebrochen. Dass diese Bande intelligent ist, haben wir ja bereits festgestellt. Sie werden mit Sicherheit bemerkt haben, dass wir ihnen auf den Fersen waren. Da ja seit einiger Zeit auch keine neue Propaganda mehr aufgetaucht ist, können wir wohl davon ausgehen, dass sie uns keinen Ärger mehr bereiten werden. Wir können das obere Viertel schließlich nicht für immer versperrt lassen. Ich werde Fenris vorschlagen, jeden, der früher Zugang hatte, wieder nach oben zu lassen. Aber was quatsch ich dich damit voll? Heute ist ein guter Tag. Endlich können wir diese Angelegenheit hinter uns lassen. Dass wir das zu einem großen Teil dir zu verdanken haben, werde ich Fenris gegenüber nicht verschweigen. Hier, ein Teil des ausgesetzten Kopfgeldes. Du hast es dir verdient. Warum nur einen Teil? Hundert? Du hast ihr Versteck gefunden, aber nicht die Schuldigen. Wäre dir das gelungen, hättest du selbstverständlich das Ganze bekommen. Trotzdem haben wir einen Grund zum Feiern, meinst du nicht? Und genau das werde ich jetzt tun. Mach's gut. Unangebracht. Du siehst es so, ich sehe es so. Ist das obere Viertel mittlerweile zugänglich? Nein. Was? Dann kann... Kap... Ah, da waren wir doch, das hatten wir doch hinter uns. Man sollte wieder rauf dürfen. Muss ich zuerst wirklich mit Fenris quatschen? Warte mal, das ist doch gar kein Weg. Ja, komm schon. Ah, zu stark, zu träge. Alles klar, Frank. Hast du mich noch immer? Wo ist Fenris? Mach das jetzt erst wieder auf. Oh, nicht niesen. Oh, okay. Jo. Let me. Oh, Mist. Ich habe Wolf dabei geholfen, die Quelle der Propaganda ausfindig zu machen. Ausgezeichnet. Ich bin gespannt, wie Wolfs Bericht ausfällt. Darf ich jetzt ins obere Viertel? Wollen wir doch mal sehen. Du hast mindestens einen Fürsprecher und du hast es tatsächlich geschafft, die Propagandaquelle ausfindig zu machen. Ich bin sehr beeindruckt von dir. Dann will ich dir nicht mehr im Weg stehen. Du hast die offizielle Erlaubnis, dich im oberen Viertel aufzuhalten. Du bist der Erste, dem ich guten Gewissens Zugang nach oben gewähren kann. Dennoch solltest du besser gleich zu Red gehen. Er Mach wird ich. Mit dir reden wollen. Red ist übrigens der Einzige, der neue Berserker bei uns aufnehmen darf. Ach. Ich bin mir sicher, wenn er erfährt, was du für uns getan hast, wird er dich bei uns aufnehmen oder dir zumindest eine Belohnung für deine Taten anbieten. Wir sehen uns. Ich habe einiges zu erledigen. Jetzt, wo das obere Viertel für viele wieder offen ist. Ich weiß, wo ich Red finde. Oh, was wollte ich? Gerissenheit fehlt noch. Machen wir es mal auf 25. 26. Okay, passt. Let me in. Halt!
Nur ehrenwerte Bürger oder Leute mit einer direkten Einladung des Warlords Red haben Zutritt zum oberen Teil des Forts. Wenn du keinen guten Grund hast... Fenris persönlich hat mir die Erlaubnis erteilt. Ich habe die Ursache der Outlaw-Propaganda aufgedeckt. Was, du willst uns die Outlaws vom Hals geschafft haben? Das werde ich überprüfen. Wehe, du belügst mich. Schau doch einfach zu Fenris rüber. Kann ich jetzt hier rein, hier, oder? Gehen wir direkt zu Red. Dem Rest will Sokrotisch. Kombinieren. 5 Stück müssten nochmal reichen. 4 Stück diesmal. Wo ist er? Da, roter Stein. Nice. Dann haben wir hier. Byrie. Wie kann ich dir helfen? Händler. Das ist ein Lagerhaus, wo wir nicht rein dürfen. Kluge Entscheidung. Raus hier! Kluge Entscheidung. Bin eh schon draußen. Stelle der Leber euer Wasser. Das scheint gratis zu sein. Du, hast du einen Namen? Haller. Grüß dich. Bevor du mich mit deinen Fragen überschüttest, lass dir sagen, dass ich ausschließlich für die Ausbildung der Berserker zuständig bin. Wenn du etwas über den Kampf mit konventionellen Waffen lernen willst, bist du bei mir verkehrt. Was das angeht, sprichst du besser mit Einar. Vielleicht kann er dir helfen. Warum bist du so kurz angebunden? Das hat eine Vielzahl von Gründen. Damit du es nachvollziehen kannst, muss ich etwas ausholen. Ich komme aus Goliath. Magie ist dort selbstverständlich. Hier muss ich bei Null anfangen. Auch wenn die meisten mit Ilex schon ihre Erfahrungen gemacht haben, ist das nichts, worauf man aufbauen kann. Sie haben es lediglich genutzt, um Stims zusammen zu punchen. Gut, dass wir das unterbunden haben. Fakt ist, um Magie zu wirken, braucht es Mana. Das Verständnis für die Anwendung ist aber rar gesät. Deswegen habe ich jeden Tag viel Arbeit vor mir und nur wenig Zeit. Daher würde ich es begrüßen, wenn du wieder deiner Wege gehst. Ich geh mal rüber und bespreche das. Bis gleich. Du benimmst dich hier, ja? Mal schauen. Ich könnte alle Wachen rausrauben im Schlaf. Ist das Teil des Benehmens, das du von mir erwartest? Hallo? Ist da wer? Wer schreit? Was war das? Schrott. Irgendwas Wichtiges? Das ist der Händler, den wir, glaube ich, ausgeraubt haben. Oh. Du, Berserker. Das schaut doch noch kein Berserker aus. Nette Bar hier. Du einen Namen? Berserker, nein. Aua. Gratis Loot. Sehr großzügig. Ich nehme es natürlich. Gratis Tränke. Sehr großzügig mit dem Wasser, die Berserker. Okay, mal schauen, was der Red zu seiner Verteidigung zu sagen hat. Dass er hier ein Berserker-Outlaw. Ein Ex-Outlaw und jetzt ein Berserker-Führer ist. Sagst du? Ja, mein Herr. Im Alleingang? Die Wache Wolf hat wohl dabei geholfen. Das ist gut zu hören. Schön, schön. Ja. Sag den Wachen Bescheid. Das obere Viertel ist wieder geöffnet. Sehr wohl, Herr. Ah, da ist er ja, der Held der Stunde. Willkommen in meinem bescheidenen Heim. Ich bin froh, dich im Fort begrüßen zu dürfen, alter Freund. Wir sind keine Freunde. Ich weiß. Unsere gemeinsame Vergangenheit war nicht immer einfach, aber lassen wir das Ganze doch hinter uns. Du hast mir diese Outlaw-Propaganda der Krallen vom Hals geschafft. Dieses Gewürm hat mir schon lange Sorgen gemacht. Als Belohnung möchte ich dir ein kleines Startgeld geben, damit du dir hier ein neues Leben aufbauen kannst. Was hältst du davon? Nein, ich brauche deine Splitter nicht. Weise Entscheidung, mein Freund. Man sollte nie jemandem etwas schuldig sein, wenn man nicht bereit ist, sich die Finger schmutzig zu machen.
Aber jetzt, wo das obere Viertel wieder geöffnet ist, habe ich einiges zu klären. Oder wolltest du noch etwas? Dich umbringen. Fantastisch. Eieiei. Wo ist Chloe? Was? Den Flug schaffe ich nicht. Den Flug schaffe ich nicht. Ja, damit. Ich diesen Mann hasse. Oh, jetzt rennen wir wieder den weiten Weg Richtung Chloe. Was zum Teufel? Ich stehle. Eine Kralle. Euer Schrott ist mein Schrott. Oh. Ich bin ein Laufbursche in dieser Stadt. Aber ich weiß schon, wie die nächste Mission weitergeht. Chloe schickt mich hinauf in das obere Viertel, um die Waren zu holen. Dann werde ich wieder zu Chloe geschickt und dann erst vielleicht zum anderen. Oder ich werde noch mit zweimal hin und her geschickt. Bis dann. Bis dann. Oh, so einen kurzen Weg durchs Gebüsch. Goddammit. Ich hasse die Berserker in diesem Spiel schon. Keine coolen Berserker mehr. Das ist ein Kind, das ignorieren wir am besten. Bist du sicher? Oder ist das alles jo. Ist das... Zivilisten, die einen Bürgen haben, dürfen dort wieder hin. Was? Seit wann? Seit ich dafür gesorgt habe. Das wurde auch Zeit. Dann kläre ich das sofort. Bist du dabei? Dann kannst du das Zeug auch gleich mitnehmen. Kriegst auch ein paar Splitter von mir, dafür, dass du den Packesel spielst. Gut, ich begleite dich. Dann los. Oh, es ist gut, mal rauszukommen. Ständig dieser Kneipenmief. Sei froh, dass du keinen Laden leiten musst. Die Ausdünstungen dieser Idioten sorgen dafür, dass irgendwann meine Lunge kollabiert. Können wir nicht einen Zahn zulegen? Bitte. Entspann dich mal. Ist gut für die Beine. Oh, bitte lauf. Früher war hier die Amüsiermeile. So hat der alte Duke für Ruhe gesorgt. Wie meinst du das? Ganz einfach. Wer bis in die Puppen gefeiert hatte, kam morgens nicht so schnell aus der Hüfte. Das sorgte für freie Straßen. Aber ich will dir was zeigen. Hier entlang. Sag mal, man munkelt, du und Kaya... Naja. Privatsache. Ja, mein Kind. Ah, ist wohl ein Minenfeld, das Thema. Streichen wir das also. Oh, sie geht entspannt. Sie will keinen Zahn zulegen. Was willst du mir überhaupt zeigen? Wir sind schon da. Hier ist der einzige Ort, an dem du richtig abschalten kannst. Das interessiert mich, mein Dreck. Merkst du, wie frisch die Luft hier ist? Das ist was anderes, als sich mit Betrunkenen herumzuschlagen. Und du kannst dir sicher sein, dass du nicht dumm von... Das ist was anderes, als sich mit Betrunkenen herumzuschlagen. Und du kannst dir sicher sein, dass du nicht dumm von der Seite angequatscht wirst. Hey, Süße! Einen Moment, das haben wir gleich. Hast du ein Problem? Geh weiter. Ich wollte doch nur... Du fängst dir gleich eine. Geh ja schon. Besser ist es. So, komm weiter. Kein Bock drauf, mit den Arschlöchern hier rumzureden. Seit die Berserker das Fort übernommen haben, ist der Anteil der Arschgeigen erheblich zurückgegangen. Nee. Reicht nur immer noch nicht. Oh. Da hinten wohnt auch ein guter Freund von mir. Hallo, Tilas. Du Saftsack. Ihr versteht euch ja prächtig. Der alte Knacker verkauft mir sein Zeug zu Wucherpreisen. Sobald ich mir das Maul über ihn zerreiße, dreht er die Preise nach oben. Also grüße ich freundlich und wünsche ihm die Pest an den Hals. Ja, putz dir lieber den Dreck von den Stiefeln. Wir wollen doch einen guten Eindruck machen. So dreckig sind die doch gar nicht.
War ein Scherz. Gibt eh nur einen Moment, wo man sie putzen sollte. Wenn man ein paar Ärsche zu viel getreten hat. Dein Fachgebiet? Eine bessere Art der Motivation gibt es nicht, um unwilliges Personal auf Linie zu bringen. Aber genug davon. Es ist nicht mehr weit. Ah, sie kann nicht laufen. Ich hätte lieber William noch in der Stadt. Da sind wir. Überlass mir das Reden. Halva ist ein verfluchter Korinthenkacker, aber ich weiß, wie man mit ihm umspringen muss. Na gut, was soll ich tun? Böse Schau. Zuhören und Klappe halten. Was machst du da? Ach. Erinnerst du dich an die Konserven und Gewürze, die ich von dir bekommen habe? Das waren, lass mich nachdenken, 35 Konserven und, Gut, du erinnerst dich. Ich brauche die gleiche Lieferung nochmal. Aber das geht nicht. Ich stecke mitten in der Inventur. Wen interessiert der Scheiß? Rück das Zeug raus. In meinem Lager herrscht Ordnung. Ich kann nicht einfach... Wenn du nicht aus dem Arsch kommst, wirst du das Zeug eben selbst im Händlerviertel abliefern. Ich soll mich zwischen das gemeine Volk begeben? Nicht fragen, machen. Schon gut, schon gut. Ich werde sehen, was ich tun kann. Hast Glück gehabt, musst doch nichts tragen. Du kannst deinem Morkon sagen, er bekommt das Zeug. So wie ich Halva kenne, hat er den Ersatz in Windeseile organisiert. Und meine Splitter? Kein Gepäck, keine Splitter. Ich hätte dich nicht begleitet, hättest du mir keine Splitter versprochen. Dem kann ich wohl nicht widersprechen. Da, nimm. Und jetzt muss ich zurück, bevor die Trottel mir den Laden abfackeln. Bis dann. Ich bin sprachlos. Was ist hier los? Alles klar, Bruder? Okay, ist das Geklitsche zu Ende? Sonst noch jemand? Will sonst noch jemand darum klitschen? Oh. Oh. Was ist hier los in dieser Episode? Wo war ich? Wo war ich? Ach. Oh, ich muss wieder laufen. Hier kam so ein Typ zu mir. Hat behauptet, du hättest ihm die Erlaubnis erteilt, das obere Viertel zu betreten? Ich dachte, wir erlauben keine Zivilisten mehr da oben. Es ehrt dich, dass du zu mir gekommen bist, aber es stimmt. Er hat tatsächlich die Erlaubnis von mir bekommen. Er hat zusammen mit Wolf die Outlaws ausfindig machen können, die diese Flugzettel im Lager verteilt haben. Ach so. Oh. Okay, wenn das so ist. Heißt das denn jetzt auch, dass jeder wieder nach oben darf? Nein, du lässt nur diejenigen wieder rein, die auf deiner Liste stehen. Jeder weitere wird nach wie vor einen Fürsprecher brauchen. Alles klar. Dann mal zurück auf deinen Posten. Du kannst rein. Mach bloß keinen Ärger da oben. Ah, ich war schon drinnen. Ich klitsch doch und tanz doch nur alle da oben. Was soll ich da sonst noch? Handeln. Stimmt, handeln kann ich. Yay, handeln. Ich gehe dann gleich mal wieder zu den Krallen. Außer er nimmt mich direkt mit und ich teleportiere und er rennt nicht. Aber wahrscheinlich wird er dorthin rennen. Ja, das heißt zu ihm. Wahrscheinlich wird er wieder rennen, wie alle anderen rennen. Jo, wo schlafst du hier? Ah. Ach, das ist Nahrung. Jackpot. Ivan. Oh, Scheiße. Joes Proviant ist auf dem Weg. Was willst du? Nicht mal. Hast du also doch Wort gehalten? Ich frag auch nicht nach, wie du es angestellt hast. Aber weißt du, was das bedeutet? Ich kann meine Sachen packen und nach Caracas zurückkehren. Denke, ich werde nicht lange brauchen. Einen Moment.
So, das war's. Du begleitest mich doch, oder? Wenn wir der Fuß... Oh. Natürlich. Ich bin dabei. Gut so. Wenn du hier noch was zu erledigen hast, mach es besser jetzt. Andernfalls gib Bescheid und wir brechen auf. Okay. Ich gehe nochmal zu den Krallen hinein. Geier brauche ich, glaube ich, nicht besuchen. Die wird wahrscheinlich in Passus 2 auf uns warten. Mit Frank wollte ich schon länger mal ins Lager und ihn austauschen. Du warst bei Wolf, nehme ich an. Ja. Sehr gut. Dann werde ich dir jetzt alle deine Fragen beantworten. Interessiert es dich nicht, ob ich euer Versteck verraten habe? Ich weiß bereits, dass du das nicht getan hast. Andernfalls wären wir nicht mehr hier. Wie ich dir bereits sagte, unterschätze uns nicht. Logik. Natürlich weiß sie das. Wie viele seid ihr? Das vermag ich nicht zu sagen. Wir arbeiten dezentral. Wir haben autonom agierende Zellen überall auf Magalan. Unser Vorteil ist, dass wir viel wissen, aber dieses Wissen auf mehrere Köpfe verteilt ist. Nur kennt keiner von uns alle Köpfe. Schließlich haben wir kein Register, in dem man sich eintragen muss. Wer vertrauenswürdig ist, erhält unser Zeichen. Auf diese Weise kann man uns nicht zerschlagen, selbst wenn eine Gruppe von uns entdeckt werden sollte. Warum nennt ihr euch die Krallen? Die Kralle ist unser Erkennungszeichen. Die hier ist für dich. Zeige sie vor, wenn jemand danach verlangt. Sie wird dich als vertrauenswürdig ausweisen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass mich dieses Arrangement mit einschließt. Ja. Solange Jax dir vertraut, haben wir keinen Grund, es nicht zu tun. Wieso arbeitet ihr für die Outlaws? Ihr gehört doch nicht zu ihnen. Die Krallen verfolgen ihre eigene Agenda. Wir helfen den Outlaws, weil sie am ehesten unseren Zielen zuträglich sind. Schau dir die Berserker doch mal an. Erst haben sie Edan mit ihren Weltenherzen in eine grüne Hölle verwandelt und jetzt Tavar. Das Fort war mal eine Wüstenfestung, wie du sicher weißt. Yes. Und jetzt machen sie schon Anstalten, ihre Weltenherzen in Richtung Karakis auszubreiten. Wer mag denn schon Natur? Wüsten, das ist das wahre Zeug. Ihr habt keinen Anführer? Du kannst ruhig wir sagen. Immerhin gehörst du jetzt dazu. Und nein, wir haben keinen Anführer. Wir haben Mitglieder, die viele Leute im Netzwerk kennen, aber niemals alle. Man könnte zum Beispiel sagen, dass ich die Anführerin dieser Zelle bin. Auch Hector oder Xander haben großen Einblick in unser Netzwerk. Selbst Red war mal einer davon, bevor er uns verraten hat. Muss Red zerlegen. Red hat mal zu euch gehört? Ja, aber das ist schon lange her. An seinem Verrat sieht man, wie wichtig es ist, dass sich die Mitglieder nicht alle untereinander kennen. Dass er uns hintergangen hat, hätte die Krallen beinahe vernichtet. Aber heute sind wir stärker als je zuvor. Wie ist aus einem Mitglied der Krallen das Oberhaupt der Berserker geworden? Red ist nicht das Oberhaupt der Berserker. Er ist nicht viel mehr als eine Marionette Goliaths. Durch seine guten Verbindungen hat Red den Berserkern Informationen über die Outlaws zukommen lassen. Er hat ihnen Tür und Tor geöffnet, das Fort einzunehmen. Red wurde angeblich aus Dankbarkeit die Leitung des Forts überlassen. Viele halten das für eine Lüge. Und was denkst du? Ich glaube, Red wurde eingesetzt, um den Übergang für die verbleibenden Outlaws angenehmer zu gestalten. Goliath wollte nicht, dass die Outlaws das Gefühl haben, besetzt worden zu sein. Deswegen haben sie einen der ihren an die Spitze gesetzt. Konstant überwacht von den Berserkern der Hauptstadt. Was war mit den Krallen, während Red die Macht übernahm? Hector war sehr schnell klar, dass Red unsere Zelle verraten wird. Wir sind verschwunden, noch bevor er unser Versteck verraten konnte. Allerdings hatten nicht alle von uns das Glück zu entkommen. Wir mussten Red das Feld überlassen. Es hat über ein Jahr gedauert, bis genug Gras über die Sache gewachsen war und wir uns unbemerkt ein neues Versteck einrichten konnten. Red kennt einige von uns, mich zum Beispiel. Deswegen kann ich mich da oben auch nicht mehr blicken lassen. Stattdessen sitze ich jetzt hier unten und koordiniere unsere Zelle.
Spannend. Wie kann ich Red töten? Was ist meine Aufgabe bei den Krallen? Wir wollen, dass du dich den Berserkern anschließt. Erlange ihre Gunst und unterwandere sie. Bei gegebener Zeit werden wir auf dich zukommen. Nee. Die Outlaws nehmen nicht jeden in ihre Reihen auf. Aber wenn ich Hector die Nachricht zukommen lasse, dass du dich bewiesen hast, steht deinem Beitritt bei ihnen nichts mehr im Wege, wenn du dies wünschst. Warte mal, die Outlaws nehmen mich nur auf, wenn ich mich vorher den Berserkern anschließe? Das ist genau das, was Unterwandern bedeutet, richtig. Aber bis es soweit ist, gibt es einiges zu tun. Dir sind mit Sicherheit die ganzen Truhen hier aufgefallen. Zwei von ihnen sind besonders. Unser System ist anonym und kann auch weiter bestehen, wenn diese Zelle zerschlagen wurde. Zu erledigende Aufträge findest du in der Auftragstruhe. Nimm dir dort heraus, was du machen möchtest. Jetzt hör gut zu. Der nächste Teil ist wichtig. Komm niemals mit Diebesgut wieder zu uns. Die Gefahr, dass du beobachtet und verfolgt wurdest, ist zu groß. Wir haben überall im Fort tote Briefkästen verteilt, unscheinbare Mülleimer. In diesem Mülleimer wirst du die gestohlenen Gegenstände stecken. Jemand von uns wird sie leeren und das Zeug wegschaffen. Wenn du das erledigt hast, kannst du dir hier unten deine Bezahlung aus der dafür vorgesehenen Truhe abholen. Dann leg mal los, Mitglied der Krallen. Bist du in den Diebstahl von Ivans Proviantlieferung verwickelt? Ich nehme mal an, du redest von den Gewürzen und Konserven, die bei Chloe eingelagert waren. Genau die meine ich. Nun, da wir hier unten nichts anbauen können, müssen wir oben von Zeit zu Zeit ein paar Teller leeren. Das verstehst du sicher. Natürlich, ich war nur neugierig. Dann hoffe ich, ich konnte dir die Antwort liefern, nach der du verlangt hast. Nimm das. Sollst ja deinen fairen Anteil bekommen. 2000 Fleisch. Danke, dass du uns Wulf vom Hals geschafft hast. Dann erzähl mal, was willst du wissen? Was meinst du? Ich kann dir alles beibringen, was du willst. Du willst wissen, wie man ein Schloss knackt oder einen Tresor aufbekommt? Yes. Kein Problem. Das machen wir mal. Klauen brauchen wir nicht. 35 und 30. Okay, da sind wir auch schon weg. Schlange zu und. Auftragstruhe. Genießtruhe, habe ich die schon geleert? Wohnungstruhe. Oh boy. Hilfswert? Nein. Wir werden nicht von Tohel stehlen. Also, ich kann den Outlaws nur beitreten, wenn ich... Oh, wir sind durchgeglitscht. Wenn ich zuerst den Berserker beigetreten bin. Und ich kann den Kleriker nur beitreten, wenn ich zuerst den Alps beigetreten bin. Das heißt, ich muss mich entscheiden, ob ich bei den Klerikern und bei den Alps agieren will. Oder ob ich irgendwie Red zu Fall bekommen will. Oh. Eigentlich will ich Red zu Fall bekommen, aber eigentlich will ich den Leuten auch nicht beitreten dort drüben. Mache. Ja, wir sind hier fertig und dann treten wir die Reise zur Grotte an. Dann waren wir schon in fast jedem Lager. Jo, peace out.